Die Märkte an der Wall Street begannen heute ziemlich schwach auf Future-Basis. Dann der Auftritt von Jerome Powell, zunächst mal das schriftliche Statement von dem Fed-Chef. Und das war eigentlich so ziemlich genau das Gleiche, was er schon am Mittwoch nach der Fed-Sitzung in der Pressekonferenz gesagt hatte. Ziemlich optimistisch in Sachen US-Konjunktur, in Sachen Konsumenten. Das alles im schriftlichen Statement. Später dann bei der Anhörung durch die verschiedenen US-Abgeordneten klang das schon ein bisschen anders. Und jetzt riechen die Märkte die Schwäche der Fed. Sie ahnen, dass die Fed wohl früher den Fuß vom Bremspedal nehmen muss und kann und dass sie dann auch früher wieder die Zinsen senken wird. Das ist aus meiner Sicht der Grund, warum wir heute dann nicht noch schwächere Aktienmärkte gesehen haben, obwohl ja eigentlich das schriftliche Statement des Fed-Chefs nach wie vor ziemlich hawkisch war, nach wie vor klar gemacht hat, wir werden und müssen die Inflation Richtung 2% bringen. Und jetzt ergibt sich eine interessante Konstellation, das wollen wir uns mal anschauen. Ja, in diesen Aussagen, die Paul dann mündlich gegeben hat, da war dann etwa die Rede, ja, wir wollen ja ein Soft Landing der US-Wirtschaft, aber it is very challenging, das wird sehr herausfordernd, sehr, sehr schwierig. Mit anderen Worten, selbst Jerome Powell glaubt nicht mehr daran, dass das Ganze ohne eine Rezession abgehen kann. Und er hat dann auch gesagt, it is a possibility our rate rises could cause a recession. Also Zinsanhebungen, möglich, dass dann eine Rezession kommt. Und dann nochmal betont, ja, wir wollen die Nachfrage senken etc. Also da ist dieses Rezessionsgespenst schon immer greifbarer geworden. Und die Märkte, die switchen ja, könnte man sagen, zwischen Rezessionssorgen und Inflationssorgen. Heute waren es die Rezessionssorgen zunächst mal, die die Märkte unter Druck gebracht haben. Aber dann bedingen eben auch diese Rezessionssorgen, dass man sich sagt, naja, diese Rezession kommt früher. Das heißt, die Fed muss vielleicht früher aufhören mit den Zinsanhebungen und wird früher wieder beginnen mit den Zinssenkungen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum Öl heute gefallen ist. Paul hat dann auch interessanterweise gesagt, dass die Financial Conditions sich signifikant gestrafft hätten. Also man bemerkt bei der Fed, dass da schon einiges passiert ist, dass hier die Mortgage Rates im Immobilienbereich gestiegen sind, dass die Anleiherenditen gestiegen sind, dass die Aktienmärkte gefallen sind, dass die Spreads zwischen Staatsanleihen und Junk Bonds deutlich gestiegen sind. Also ein bisschen Stress im System ist und das genau will ja eigentlich die Fed erreichen, ohne dass das System kollabiert. Stress ist System zu bringen, um die Nachfrage runterzukriegen, um die Inflation zu bekämpfen durch einen Ausgleich oder einen stärkeren Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage. Hier sehen wir das nochmal, dass wir sehen, dass jetzt die Rate Cut Expectations deutlich nach oben gegangen sind, also die Erwartungen, dass die Fed dann früher und deutlicher die Zinsen dann wieder senken wird. Das ist sozusagen das Spiel, das jetzt gespielt wird. Die Rezession kommt früher. Die Fed muss darauf reagieren und kann dann gar nicht, so wie sie es bisher plant, eben die Zinsen etwa auf 3,84% im Februar 2023 angehoben haben. Also die Fed ist schwach, die Fed ist ziemlich in der Klemme. Einerseits muss sie die Inflation bekämpfen, denn dies ist ein echtes Thema heute bei der Anhörung. Hat ein Abgeordneter gesagt, also in unserem Bundesstaat haben wir drei richtige Probleme. Das erste ist Inflation, das zweite ist Inflation und das dritte ist Inflation. Das Thema ist wirklich allgegenwärtig in der Diskussion in den USA. Und wenn es in den USA allgegenwärtig ist und die Politik der Fed beeinflusst, dann beeinflusst das vor allem die Weltmärkte. Denn die Musik, die wird eben an der Wall Street gespielt. Gucken wir uns dann auch nochmal an, dass noch ein weiterer Faktor hinzukommt. Denn es ist so, dass jetzt Druck von der Linken kommt. Elizabeth Warren hat nochmal gesagt, ja, also du, nämlich die Fed, ihr werdet dann faktisch die Wirtschaft in eine Rezession bringen und das wird viele Leute dann wiederum um ihren Job bringen. Und damit hat sie sogar einen Punkt, denn es sind jetzt meistens die wenig oder die Geringverdiener, die unter dieser Inflation besonders leiden und das werden dann tendenziell auch die ersten sein, die letztendlich ihre Jobs verlieren werden, wenn die Rezession da ist. Also politischer Druck jetzt auch von der Linken innerhalb der US-Demokraten. Das könnte dann Biden auch dazu bringen zu sagen, wir brauchen jetzt hier irgendeine Lösung.
Er will ja vielleicht sogar noch die Zwischenwahlen irgendwie gewinnen. Die Wahrscheinlichkeit tendiert ja gegen Null, dass er das schaffen kann. Aber es ist eben Druck von allen Seiten. Jetzt gibt es da also durchaus eben Leute, die sagen, Mensch, ihr sollt die Wirtschaft nicht in eine Rezession bringen, aber es wird eben nicht anders gehen. Und das dem so ist, das sehen wir jetzt auch etwa bei einer Umfrage des Wall Street Journal. Fast die Hälfte der befragten Ökonomen sagen, ja, also wir dürften in den nächsten 12 Monaten eine Rezession sehen und vielleicht sind wir ja schon kurz vor einer Rezession, wenn jetzt die BIP-Daten dann für das 2. Quartal veröffentlicht werden. Aber diese Ökonomen, die sind meistens hinten dran, wenn eine Rezession begonnen hat, man aber die Daten noch nicht hat, sondern erst nachträglich weiß, okay, da hat sie begonnen, dann sind viele Ökonomen noch der Auffassung, nein, das ist noch keine Rezession. Also wenn dieser Prozentanteil der Ökonomen schon nach oben geht, dann ist das meistens ein ziemlich sicheres Zeichen, dass die Inflation wirklich, wirklich ganz nahe ist oder vielleicht sogar schon eingetreten ist. Und dazu dann Aussagen etwa von Bill Dudley, dem ehemaligen Chef der New York Fed, der gesagt hat, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed das ganze Ding hier managen kann, ohne dass die Wirtschaft in eine Rezession fällt, die ist gleich null. Er sagt hier wörtlich, a recession is inevitable within the next 12 to 18 months. Also die Rezession ist unvermeidlich in den nächsten 12 und 18 Monaten. Und dann hat auch Harker von der San Francisco Fed gesagt, ja, also wir sehen, dass die Nachfrage schon deutlich nachlässt und wir könnten einige negative Quartale sehen, was das Wirtschaftswachstum betrifft. Vielleicht ist das schon passiert, hat er gesagt. Also auch innerhalb der Fed ahnt man die Dinge, die entwickeln sich jetzt ziemlich schnell. Und vor allem bedeutet das eines, wenn die Dinge sich hier schnell nach unten entwickeln, was die Wirtschaft betrifft, dass natürlich dann auch die Nachfrage sinken wird und dann dieses Gleichgewicht eher hergestellt wird zwischen Angebot und Nachfrage. Sven Hendrik zeigt das nochmal ganz klar, dass im Grunde jeder Zinsanhebungszyklus letztendlich zu einer Rezession führt. Diese Rezessionen sind hier grau, diese grauen Balken, die wir hier sehen. Und jedes Mal, wenn die Fed irgendwie die Zinsen zu hoch anhebt, wie etwa in den 1970er Jahren, dann macht es Booms. Und dann kann das ganze System nicht mehr funktionieren. Warum, ist relativ eindeutig. Zunächst mal hier nochmal auch Mohamed Erian mit dem Satz, der klar macht, worum es eigentlich geht. Die Märkte erwarten mehr und mehr jetzt eine Stagflation als Konsens und eine Rezession als immer stärker steigendes Risiko. Warum ist das so? Warum fällt dann Öl zum Beispiel? Naja, es geht um Nachfrage. Hier sehen wir mal, was passiert, wenn wir Spikes in der Inflation haben. Also wenn die Inflation scharf ansteigt, dann sehen wir, dass normalerweise sich die Märkte dann erholen, wenn die Inflation nach unten kommt. Es sei denn, es tritt dann eine Rezession ein. Das ist hier dieser rötliche, diese oder ganz unten eben diese Kurve, die zeigt, dass wir dann nach wie vor Kursverluste haben, beziehungsweise die Kursverluste sich sogar ausweiten, selbst wenn die Inflation zurückgeht, weil eben mit der Rezession dann die Margen der Unternehmen einbrechen, die Gewinne der Unternehmen einbrechen, dann stellt sich die Bewertungsfrage. Ist das alles zu teuer angesichts einer Wirtschaft, die echte Probleme hat und dann eben auch die Unternehmen Probleme haben? Also das ist die 2-Millionen-Dollar-Frage im Grunde für die Märkte. Kommt diese Rezession und wann kommt sie? Als Faustregel kann gelten, die Erwartung der Rezession bringt die Kurse unter Druck. Wenn die Rezession dann da ist, dann beginnen die Märkte wieder zu steigen. Also dann ist praktisch das Worst Case eingepreist und es geht wieder nach oben, weil man dann schon spielt, dass diese Rezession irgendwann wieder aufhören wird. Das dürfte auch in diesem Jahr dann gelten. Und dass diese Rezession kommt, das sehen wir schon in diesem Chart alleine. Schauen Sie sich hier mal an. Das ist die durchschnittliche Zinsbelastung auf Kreditkartenschulden. Die liegt jetzt knapp über 20%, ist in den letzten Tagen sehr, sehr deutlich gestiegen. Und jetzt will also die Fed die Zinsen anheben, was dann die Zinsen für solche Kreditkartenschulden praktisch noch weiter nach oben treiben würde. Das bringt die Leute
an den Rand ihrer Möglichkeiten oder drüber hinaus, ist damit praktisch ein sicheres Vorzeichen für eine Rezession, weil die Leute dann schlichtweg nicht mehr so konsumieren können. Und an einer Wirtschaft, die so stark abhängig ist von Konsum, wird das nicht gehen. Und hier bemerkt Luke Groman, dass damals der ehemalige Fed-Chef Paul Volcker, der ja auch die Zinsen sehr, sehr stark angehoben hatte, damals eben das tun konnte bei einer Verschuldung von 30% der USA zum eigenen BIP. Und 2% oder 2% des BIPs und die Gesamtverschuldung 30% des BIPs betragen hat. Heute sind wir bei der Verschuldung bei 122% zum BIP, wenn man Unternehmensschulden und Schulden des Privathaushalte mit dazu rechnet, dann sind wir bei über 400%, denn diese Schulden betragen 91 Billionen Euro und das BIP der USA so um und bei 23 Billionen. Also Faktor 4, also kannst du das nicht mehr machen, ohne dass du etwas komplett zur Explosion bringst, diese Schuldenbombe zur Explosion bringst. Und genau das wird passieren und das riechen die Märkte jetzt natürlich klar, dass sie sagen, also die Fed wird sozusagen hier kein Armageddon hervorrufen können, muss dann irgendwann vielleicht sagen, okay, dann lassen wir die Inflation ein bisschen laufen, weil wir doch sehen, dass diese Inflation sich abschwächt aufgrund der sich abschwächenden Nachfrage. Schauen wir uns hier auch mal die Hypothekenzinsen an. Heute ganz frische Daten von MBA, die sind jetzt bei 6%, massiver und schneller Anstieg. Das kostet die Amerikaner, die ein Haus gekauft haben, die einen Kredit laufen haben, ein Hypothekendarlehen bekommen haben, das kostet die ungefähr durchschnittlich fast 1000 Dollar mehr pro Monat als noch eben 2020 und 2021. Und das können die wenigsten wirklich verkraften. Wie gesagt, das alles geht dann auf den Konsum, das geht auf die Nachfrage. Damit wird die Nachfrage schneller runterkommen, als die Fed es derzeit erwartet, wodurch dieses Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zumindest eher und schneller wiederhergestellt wird, als die Fed das derzeit sieht. Und das riechen die Märkte und dementsprechend preisen sie eben jetzt schon die kommenden Zinssenkungen nach den Zinsanhebungen in den nächsten Monaten wieder ein. Wir sehen etwa an den Tankstellen in den USA, dass die Amerikaner hier schon weniger tanken, eben weil es zu teuer ist. Nichts heilt ja höhere Preise oder hohe Preise besser als hohe Preise, weil dann die Leute sagen, kann ich nicht mehr, will ich nicht mehr. Das ist, wie gesagt, ein Grund auch dafür, dass der Ölpreis nach unten gerutscht ist. Aber es bleibt ein Problem. Eine Studie der San Francisco Fed hat jetzt mal analysiert, ja, wie entsteht diese Inflation, wie viel ist Nachfrage, wie viel ist Angebot, also das zu geringe Angebot und die zu große Nachfrage. Zwei Drittel, sagte die San Francisco Fed, ist das zu geringe Angebot. Nur ein Drittel ist die zu hohe Nachfrage. Das heißt, die Fed kann faktisch dann nur ein Drittel des Gesamtproblems wirklich beeinflussen. Zwei Drittel sind Angebot und da hat die Fed keine Aktien drin. Das hängt von China ab, das hängt vom Ukraine-Krieg ab. Auch das hat Jerome Powell ja heute klar gemacht. Wir haben auf viele Dinge eben keinerlei Einfluss, etwa wie lange dauert der Ukraine-Krieg, was wird China mit den Lockdowns machen. Also das ist sozusagen diese desperate Situation. Was heißt das für die Märkte? Vorhin hatte ich schon gezeigt. Ja, wenn eine Rezession dann wirklich kommt, ist das schlecht für den Aktienmarkt. Wenn nicht, wäre es gut für den Aktienmarkt, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch überragend, dass diese Rezession kommt. Da wäre ich ganz bei Bill Dudley, glaube aber nicht, dass es noch 12 bis 18 Monate dauert, sondern viel schneller gehen wird. Figuring out money, Michael Silver hat hier heute Morgen gezeigt, oder ich habe heute Morgen diesen Tweet gezeigt von Michael Silver, der klar macht, wenn wir wirklich jetzt deutlicher etwas nach oben sehen wollen, wenn wir den Boden gefunden hätten, dann müsste der Markt heute nochmal mindestens 1,25% steigen, nachdem wir gestern ja eine Rallye erlebt haben. Dann brauchst du am Folgetag nochmal eine Rallye. So war es immer seit 1880. Erst dann hätten wir ein erstes Anzeichen, einen hinreichenden Beleg oder zumindest eine Indikation dafür, dass es der Boden sein könnte. Wenn das nicht gelingt, dann wissen wir, und deswegen sprach ich heute von einem wirklich entscheidenden Tag für die Märkte, dann wissen wir, dass der Boden wahrscheinlich oder mit großer, großer Wahrscheinlichkeit noch nicht gefunden ist. Aber es gibt natürlich immer Hoffnung für die Bullen. Wir sehen, dass es in Midterm Election Years gerne auch dann mal nach oben geht, ab dem Herbst, etwa ab September, zumindest eine Erholung kommt. Hier gelb sehen wir den bisherigen Jahresverlauf in Midterm Election Years, der schwächer ist als durchschnittlich. Also mal schauen, ob dann vielleicht irgendwie
eine Drehung dann im zweiten Halbjahr reinkommt. Die Stimmung bleibt katastrophal schwach, die Privatanleger sind extrem bärisch, Hedgefonds sind short und kaum positioniert im Aktienmarkt, auch Investors Intelligence, das sind die Börsenbriefe in den USA, jetzt mit einer Bullenquote von nur noch 26%, das ist der geringste Wert und ganz in der Nähe des Tiefs, das wir im Februar 2016 gesehen haben. Also wenn die Märkte steigen, dann wäre es für die Bären doch ein nicht unerheblicher Schmerz und es wäre für den Markt insgesamt der Weg des größten Schmerzes, A für Hedgefonds, die sich letzte Woche massiv short gestellt haben. Und vielleicht kommt ja jetzt so eine Erleichterung, dass man sagt, ja guck so, die Fed ist schwach, die können die Zinsen gar nicht so stark anheben, die müssen die Zinsen wieder früher senken, die sind sozusagen ihre Drohungen, dass sie die Zinsen bis 4% anheben, die sind leer, glauben wir nicht. Und heute war schon eine erste Indikation, dass dieses Drohpotenzial, diese Drohkulisse der Fed doch so ein bisschen ins Leere läuft. Wir wollen sehen, wie die Dinge hier weiterlaufen. Und diese negative Stimmung ist auch übrigens in Deutschland der Fall. Google-Anfragen nach Aktien jetzt auf dem niedrigsten Stand seit Oktober 2019 hier in Deutschland. Ob das jetzt schon dann für den DAX der Boden ist, ist eine andere Frage. Denn in Europa wird die Inflation sehr hoch bleiben, das haben die Erzeugerpreise gezeigt, Lohnpreisspirale etc., all das kommt ja erst noch, dementsprechend Energiepreise in Europa, anderes Thema nochmal als in den USA, dementsprechend sehen wir das etwa in UK, in Großbritannien, die Inflation mit 9,1% ein 40-Jahres-Hoch erreicht hat und die Bank of England sogar erwartet, dass diese Inflation auch auf 11% steigen wird, also hier müssen wir trennen zwischen den USA und eben Europa. In Europa ist die Lage da noch schlimmer. Und schlimm natürlich auch die Situation Ukraine-Krieg. Wie lange wird das noch dauern? Jedenfalls hat Russland heute Maßnahmen unternommen gegen Microsoft. Man kann in Russland nicht mehr Microsoft 11 und 10 runterladen. Google wird bestraft, muss eine Strafe zahlen, weil man angeblich sozusagen unrichtige Videos über den Krieg veröffentlicht. Also hier Gegenmaßnahmen, Gegensanktionen, wenn man so will, jetzt auch gegen amerikanische Konzerne durch die Russen. Und was machen unsere lieben EZBler? De Guindos, der Vize, hat heute gesagt, ja, wir haben noch nicht diskutiert über die Details dieses Anti-Fragmentation-Tools, also dieser Art des Spread Control, also dieser Kontrolle darüber, dass die Spreads, die Renditedifferenzen zwischen etwa deutschen und italienischen Anleihen nicht zu stark steigen. Man hat also noch nicht mal über Details sich hier unterhalten. Der deutsche Finanzminister Lindner macht aber Druck, der hat sich ja mehrfach schon fast ironisch gegenüber der EZB geäußert und nochmal klar gemacht, Leute, ihr müsst die Inflation bekämpfen, weniger vielleicht jetzt diese Credit Spreads. Und dennoch muss man sagen, dass die EZB dabei nicht unerfolgreich ist, denn die Spreads, die waren schon in Richtung 250 Basispunkte unterwegs, also 2,5% zwischen der deutschen und der italienischen Anleihe. Jetzt sind wir bei ca. 200 Basispunkten, also allein die Androhung hat da schon ein bisschen geholfen, dass die Anleihemärkte sich hier ein bisschen wieder zurückgezogen haben und sich offenkundig nicht trauen, gegen die EZB zu wetten. Aber eins ist auf jeden Fall der Fall, nämlich der öffentliche Dienst, der wird immer mächtiger in Deutschland, die Staatsquote ja über 50% hierzulande. Der öffentliche Dienst hat 2021 den stärksten Personalzuwachs seit der deutschen Wiedervereinigung gesehen. 125.600 Netto-Steuerkonsumenten, wie Thorsten Polleit hier schreibt. Und in der Tat, der öffentliche Dienst, ich kriege das von Leuten mit, die dort tätig sind, die haben Probleme, die sind noch nicht so wirklich im Ernst der Lage angekommen. Da wird noch praktisch gelebt, als würden wir in der besten aller Welten leben. Das ist aber nicht mehr der Fall. Dementsprechend kann dieses System nicht lange so weitergehen, auch wenn es viel nutzt, aber es ist eben für die Allgemeinheit schädlich und ein sehr, sehr negativer Trend. Und all das sehen wir schon dann auch in den Wirtschaftsdaten hierzulande, etwa Immobilienpreise. Hier frischeste Daten zum Immobilienmarkt in Deutschland. Jetzt pfeifen es die Vögel ja schon von den Dächern, könnte man sagen, die Spatzen, dass eben der Immobilienmarkt vielleicht sein Hoch jetzt gesehen hat. Und Hannes Zipfel zeigt in einem beeindruckenden Video, die Lohnpreisspirale springt jetzt gerade an. Die Indizien, sagt Hannes Zipfel, sind absolut eindeutig. Das will ich Ihnen als
Empfehlung unter dem Video als ersten Artikel bringen und die zweite Empfehlung dann über die Immobilienpreise. Interessiert ja viele, geht viele an. Also diese beiden Artikel und abschließend wie immer die Bitte, teilen Sie dieses Video, teilen Sie die Artikel von Finanzmarktwelt. Damit würden Sie mich helfen. Also, Ihnen das allerbeste, wunderbaren Feierabend. Ich sage Servus und Ciao.